Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zum letzten Part von Abenteuer auf dem Reiterhof 3, das Erbe der Gräfin. Wir werden heute mit unserem letzten Pferd Shadow die kompletten Turniere machen. Und damit sind wir dann auch mit allen durch. Dann auf geht's, wir machen das Turnier des Notars mit Shadow. Würden Sie vielleicht mal den Spaß machen können, einfach mal von hinten nach vorne zu gehen? Fände ich ganz witzig, glaube ich. Oder hätte ich ganz witzig gefunden, aber auch mit Shadow fangen wir ganz unten an. Auf geht's, Mädchen. Also gut. Ja. Ich hoffe, du bist ja. Ja. So. Du schaffst das, Schatzi. Schon. Oh, wäre das so schön, wenn die alle Dressurprüfungen so kurz gehen würden. Aber nein, die werden ja immer länger. Gut gemacht. Ich weiß. Sind Sie bereit? Bin ich. Ich bin bereit für die Beförderung. Ich bin bereit für die Beförderung. So. Hälfte haben wir. So. Er schlägt sich bis jetzt gut. Flupp. Einen Zeitstrafpunkt habe ich bekommen. Aber das macht nichts, das ist nicht so tragisch. Sie wissen. Ja, ja. Paradedisziplin meiner Großtante. Hast du nicht gesehen, hätte der Finüli. Genau. Es ist jetzt meine Intention gerade, dass ich das wirklich ausreize bis zum Äußersten, bis der mir wieder anzeigt, dass nicht genug Speicher auf der Festplatte ist. Und ich habe Hoffnungen, dass ich heute doch nichts... Also ich werde wahrscheinlich trotzdem heute noch was schneiden oder so. Mal gucken. Ihre ich bin fertig. Mir fehlt. Ja, weiß ich. Kennen wir. Wir machen weiter mit dem Preis von Westfalen. Ab jetzt fängt es jetzt wieder an zu ziehen.
dann wollen wir mal mit Shadow auf zum nächsten Turnier. Füße fühlen sich schon wieder so kalt an. So. Herz diese. Ja. Legen wir gleich los. Das ist das letzte Mal, dass ich das machen muss. Das letzte Mal. Okay. Nochmal Concentration and let's go. Focus auf Sachen, die du sonst nicht gesehen hast. Stärker Trab, okay. So. Was habt ihr eigentlich früher für Zeitschriften so gelesen? Also ich muss zugeben, ich habe Horseland gelesen und ich habe Pokémon gelesen. Und das mache ich teilweise jetzt immer noch, sag ich mal. Und ich habe bei meiner Freundin habe ich auch manchmal mir die Wendy durchgelesen. Die Wendy habe ich damals auch gelesen. Die hatte ich selber nie, aber eine Freundin von mir hatte sie immer. Und irgendwann hatte ich ihr, glaube ich, mal erzählt, dass ich ein großer Fan von Shirehorsen bin. Ich liebe diese riesigen Viecher, die sind so cool. Und dann hat sie so gesagt, so, ja, guck mal, ich habe hier noch ein Poster von Shirehorsen, die sind von der Wendy. Ich habe die Wendy zweimal gekauft und das Poster ist jetzt halt noch da. Willst du das nicht haben? Sage ich nicht nein. Da sage ich echt nicht nein. So. Ja, war mir klar. Herzlich willkommen. So. Sie hatte mir nämlich immer, wenn ich bei ihr gewesen bin, immer die Wendys von den letzten Tagen, also von den letzten Wochen dann gegeben oder Monaten oder so. Ich war nicht besonders häufig bei ihr, weil wir halt, also wir haben damals so ein bisschen weiter auseinander. Nein, eigentlich nicht. Aber wir hatten halt nie so die Anlässe dazu, uns halt so zu treffen. Also wir haben uns natürlich auch so getroffen und haben miteinander geschlafen. Aber das haben wir nie miteinander. Beieinander. Das hört sich auch falsch an. Sie hat dann mal bei mir geschlafen und ich habe bei ihr geschlafen. So. Das ging alles voll klar. Ja. Herzlichen
Nein. Das war's schon wieder. Ist ja genial. Wir kommen nun zum Preis von Schleswig-Holstein. Yay! Nein, eigentlich nicht, weil er hat den langweiligen Parcours im Gelände reiten. Oh ja. So Leute, ich habe noch Hoffnungen. Also noch scheint Platz auf der Platte zu sein. Sieh zu, dass du deine Goschen hältst, Kind. Weiß nicht, wo ich ja so viel mit dem Buchstaben hin und her wechseln muss. Warum nimmt man für sowas solche Tasten? Das L, das ist einfach am anderen Ende der Tastatur. Das... Ach, herein, nicht heraus. Das, ach so, das nimmt die Schulter... Ah, okay, hab's verstanden. Mit dem Trab geht es dann darüber zum Lissi. Das Lissi-Magazin habe ich nie gelesen. Bin ich ganz ehrlich, das hat mich früher nicht so interessiert. So. Eklige Schrittstelle. Früher habe ich mir die einzigen beiden Pferdeserien, die ich kannte, also die ich geguckt habe, aktiv geguckt habe, waren Bibi und Tina und Horseland. Mehr habe ich nicht gesehen. Versammelte Trab darf natürlich auch nicht fehlen. Haben wir das? Und wieder war Paula besser als ich, war klar. Na komm, auf geht's.
da noch rüber und dann da noch rüber und dann da noch rüber. Okay, da ist die 15. Die 16. Die 17 ist da und dann durch den Fluss und ins Ziel. Sauber. Voll gemacht. Gut gemacht. Und als letztes noch das Springreiten. Ich wüsste gar nicht eigentlich, ich sollte aufhören zu reden. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich in echten Leben reiten würde. Also Dressur fände ich, glaube ich, ein bisschen dezent zu kompliziert, mir das selber beizubringen oder das mir beibringen zu lassen in Reitstunden. Weil du musst da halt so echt viel mit deinem Körper machen. Ich meine, klar, das musst du beim Springreiten halt auch. Aber, alter Schwede. Da muss man ja echt schon viel bringen. Weil ich da falsch rübergeeiert bin. Auf geht's zurück zum letzten Mal nach Württemberg. Wir werden in Württemberg wieder einiges an Arbeit erledigen müssen. Oh, das ist der Dressurparcours, den ich nicht so mag, wegen am Ende, wenn dann diese lange Trabsequenz da kommt, das finde ich nicht so nice. Nicht so nett, nicht so nice. Ich glaube, ich hab mich doch jetzt gerade nicht ernsthaft. Ich dachte, ich habe mich jetzt hier an meinem Papier geschnitten. Die ganze Zeit liegt das da und jetzt auf einmal so. Zack, schneide ich mich. Wäre aber nichts Neues bei mir. Ja. Leider. Ja, komm. Seh zu, dass du deine Goschen hältst. Troller. So, das vorletzte Turnier und ich hoffe, es sind noch ein paar Gigabyte auf der Festplatte übrig, dass ich noch ein bisschen was erledigen kann. Ah, das ist auch dieses ganze Hin und Her mit diesen Trabs jetzt wieder, ne? Das hasse aber hier, Pferd. Das kann ja was werden, ey. So. Kommt auch wieder eine kleine Schrittsequenz. Aber ich finde, die ist nicht so lang wie die andere in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein, diese Schrittstelle, die finde ich irgendwie, die finde ich ätzend. Die ist so, irgendwie zieht die sich. Mhm.
wieder kurzer Galopp. So. Haben sich wahrscheinlich da so gedacht, ach ja, da haben wir noch ein kleines Stückchen übrig. Was machen wir? Ach, haben wir ein bisschen Schritt rein. Genau, ist klar. Jetzt müsste die lange, ja. Jetzt kommt diese lange, starke Trabsequenz, die ich echt zum, ja. Okay, sie ist schon ein bisschen dezent lang, aber was willst du machen? Klappt halt nicht anders. So, diese Pappaufsteller-Menschen im Hintergrund, die sehen natürlich auch sehr toll aus. Noch die Schrittsequenz, bevor wir in Tod gehen. Nein. So. Das ist gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Und einen Gruß noch hinterher. So. Pferd und die Teil. Jetzt hatte ich wieder den Absprungpunkt verpasst. Ich weiß nicht, irgendwie hier in Württemberg, die Geländestrecke, die finde ich irgendwie besser, weil die irgendwie anders gestaltet ist. Die ist halt so ein bisschen anders eingebaut worden. So dezent. Nur halt hier diese lange Leerstelle mit diesem einen langen Sprung hier in Württemberg, die ist echt fies. Man hat ja hier dann doch schon eine sehr lange Strecke zum Laufen. Und ich habe meine Kapazitäten jetzt leider auch schon aufgebraucht, was Sprints angeht. So, geht doch. Geht doch, Pferdchen. So, da auch noch rüber. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Sprung mache, dann bleibt mein Pferd höchstwahrscheinlich stehen. Okay. Ja, wissen wir. Dir. Auf geht's. Bisschen strecken, damit du ein bisschen schneller vorankommst. Auf, hopp, hopp. Das ist ja diese coole Strecke, die über die Brücke geht. Ich finde diese Strecke so cool. Sie ist zwar dezent lang, aber ich finde die so geil. Weil sie einfach weil der prinzipiell aus dieser Reitplatz, der ist einfach durch diesen Fluss in zwei Teile gesplittet einfach. Und ich finde das voll cool. Und dann reitest du hier über diese Brücke. Kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen.
Weil hier ist die Zeit auch einfach gar nicht so eng bemessen. Ja, kommen wir nun zum letzten, allerletzten Mal auf Shadow schwingen und ein letztes Turnier reiten, und zwar der große Preis von Steinbach. Wir werden das letzte Mal diesen Preis machen, so dass das Pferd dann auch endlich seine Ruhe hat und ich dieses Spiel ad acta legen kann. Beziehungsweise, also es hat mir schon Spaß gemacht, das zu spielen, nur es ist halt der Fehler gewesen, dass ich jetzt halt so zwischendrin den Laptop gewechselt habe und ich jetzt das hier so schnell habe fertig machen müssen, weil ich wechseln musste. Was heißt musste, aber ich hatte halt einfach keine Lust mehr, mir weiter darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise ich habe ja nur eine Lizenz für Bandicam und ich muss Bandicam ja vom alten auf den neuen machen. Und dafür brauche ich die Lizenz. Und wenn die Lizenz auf dem Rechner drauf ist, kann ich auf den anderen nicht drauf machen. Deswegen muss ich dann hier die Lizenz runter machen und sie dann da drauf zu machen. Ganz einfache Rechnung. So. Muss ich wieder aufpassen, dass gleich kommt wieder die Piaffe. Das ist... Jetzt habe ich mich so bemüht darum und ich habe es trotzdem versemmelt eigentlich. Naja. Ach, ja komm, ist okay. Ich werde mich darüber jetzt nicht mehr aufregen. Irgendwie lässt meine Konzentration gerade sehr, sehr, sehr stark nach. Ich sollte langsam aufhören, aber echt. Aber ich höre ja auch gleich hier noch auf. Hier dran kommt dann die zweite Piaffe, genau, so war das. Hier habe ich jetzt wieder ganz verkackt. Es war. Machen wir weiter. Thank you.
Das hier ist für mich auch irgendwie kein richtiges Geländereiten irgendwie, weil du reitest ja prinzipiell eigentlich nur auf einem Platz. Haben wir nicht irgendwie so im Wald oder so irgendwie Platz gehabt, um das zu machen? Das verstehe ich nicht. Es leckt, warum leckt es? Komm schon, Spiel, halt jetzt noch ein bisschen durch. Ja. Das. Ich. So. Die unrealistische Fünffach-Kombination. Ich weiß nicht, ob es solche Kombinationen gibt, aber ich glaube nicht. Das Höchste, was man, glaube ich, darf, ist 3, aber nicht mehr. Also, das war bravo. So, und mit dem Bild von Shadow verabschiede ich mich dann auch aus diesem Spiel, aus dieser Sache. Ich hoffe, dieses Spiel, dieses Let's Play hat euch gefallen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play auch schon wieder. Ciao, ciao.